Ja, mehr passiert nicht. Keine Musik, gar nichts. Naja, gut, egal. Dann winke ich euch mal und sage Hallo und herzlich willkommen zu Toy Tinker Simulator. Ich bin total gespannt. Ein neues Spiel. Gucken wir erstmal in den Optionen. Die Musik muss wie immer ein kleines Stückchen runtergestellt werden, dass die uns erschlägt. Und wir können sogar auf Deutsch stellen. Das ist ja prima. So, wir sind ein, wie der Name schon sagt, Toy Tinker Simulator. Wir sind ein Spielzeug-Reparaturservice. So kann man es ja sagen, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf, ja, alles ultra, mega. Anzeige. Oho. So machen wir es. Okay, prima. Prima, prima, prima. Dann gehen wir auf neues Spiel und gucken mal, was wir da so alles machen können. Wir sind natürlich Karl-Heinz. Karl-Heinz. Akzeptieren. Richtig, und jetzt wollen wir spielen. Möchtest du das Tutorial spielen? Wollen wir das Tutorial spielen? Ich glaube, ja, wir müssen es machen. Ne? Ganz neues, wie gesagt, ganz neues Spiel, ganz frisch rausgekommen. Und deswegen wäre das schon mal nicht schlecht. Ne? Dieser Abschnitt zeigt dein Level. Alright. Dieser Abschnitt zeigt den Fortschritt der Spielzeugreparatur an. Okay. Dieser Abschnitt zeigt Ziele und Abzeichen. Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn du Werkzeuge und Ausrüstungen benutzen musst. Musikplayer. Dieser Abschnitt öffnet der Musikplayer. Die schönsten Musikkanäle warten auf dich. Dieser Abschnitt dient zum Ändern der Farbe deiner Werkbank. Diese Schaltfläche bringt dich direkt zur Werkbank. Klicke auf diese Schaltfläche, um zum Laptop zu gelangen. Diese Schaltfläche bringt dich direkt zum Laptop. Ja. Ach so, wir müssen es machen. Hier finden sich die Spielzeugprojekte. Du kannst ein Projekt hier bekommen. Bekomme dein erstes Projekt. Eine Spielzeugeisenbahn aus Holz. Vervollständige zunächst die Anforderungen, besorge die Originalhülle des Projekts. Du kannst die Listen öffnen oder ausblenden. Du kannst die Listen öffnen oder ausblenden. Schreibe Anforderungen auf den Notizzettel nieder. Auch das. Kaufe die erforderlichen Produkte auf dem Markt. Modelle von Werkzeugen anzeigen. Meißel brauchen wir. Brauchen wir sogar vier. Wähle das gewünschte Modell. Kaufen. Ach, das sind schon vier. Aha. Und jetzt noch ein Ultraschall. Ah, da ist es. Gut, alles schön mit bebildert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Notizen löschen. Schließen. Und jetzt können wir auch die Eisenbahn reparieren. Diese Liste zeigt die Spielzeugteile und die erforderlichen Reparaturprozesse. Okay. Okay. Aha. Untersuche das Spielzeug. Alright. Mehr können wir uns nicht umschauen. Zoom. Dreh das Spielzeug um und untersuche es. Ach, jetzt können wir uns auch umschauen. Hoho! Gleich Foto machen. Untersuche das weiß umrandete Spielzeugteil. Ein weiß umrandetes Spielzeugteil. Zum Entfernen des Spielzeugteils nach oben ziehen.
Karl-Heinz? Der Toy-Tinker Karl-Heinz. Komm, das sieht so lustig aus da links oben, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt wird's nicht mehr weiter erklärt, oder was? Ist auch geil. Toy Tinker. Öffne die Ziele. Was habe ich denn für Ziele? Ah, okay. 3 Spielzeuge, 5 Autos. Alright, alright. Öffne die Ausrüstungsliste. 0 von 7. Ja. Wähle die Farbe der Werkbank. Gut, das ist jetzt Spielerei da unten, ne? Da kann nichts gemacht werden. Das ist Pause. Entschuldigung. Ziehe das Werkzeug per Drag and Drop an den richtigen Ort. Bewege das Werkzeug nach oben. Sende den Teil des Spielzeuges zum nächsten Prozess. Die Spielzeugteile mit diesem Symbol sind montagefertig. Ultraschallreiniger. Ja, dann passt's ja. Das war's. Ziehe das Spielzeugteil. Kehre in die Mitte der Werkstatt zurück. Untersuche die benötigte Ausrüstung. Starte die Ausrüstung. Sende die Spielzeugteile an die Werkbank. Zoome zur Werkbank. Oh, ist das. Ist aber schon cool, dass man da nochmal reingehen kann. In oh, guck mal, was ein schönes Bild. Bestimmt ein Easter Egg, hm? Okay. Gelb umrandete Spielzeugteile sind montagefertig. Cool, dass alle grün sind. Mhm. Habe ich verstanden, ja. Das meinen sie mit Gelb. Okay.
Die Spielzeugmontage ist abgeschlossen. Mache ein Foto des Spielzeuges. Yeah. Wir machen Doppelfoto. Vorher, nachher. Bäm. Guck mal, wie cool. Sag bloß, können wir auch abspielen lassen jetzt. Das sind jetzt unsere gesamten Schritte, die wir getan haben, oder was? Ah, nee, okay. Geh zum Laptop. Überprüfe das aktive Projekt. Aktives Projekt. Wir liefern es und bekommen einen Bonus. Das Spielzeug wurde geliefert, plus 290 Geld und plus 580 XP. Und wir haben jetzt ein neues Spielzeug dazu bekommen. Gut. Okay, prima. Das heißt, unsere Ziele heißt ja, wir müssen drei Spielzeuge reparieren. Das sind alles Autos, ne? Dann machen wir jetzt erstmal die Spielzeuge. Machen wir jetzt erstmal das Telefon. Erstmal kaufen wir das Originalteil ein. Dann brauchen wir das alles auf unserer Einkaufsliste. Da haben wir uns aber jetzt was vorgenommen, Leute, ne? Pinselfarbe. Okay, jetzt gehen wir zum Markt. Und jetzt müssen wir alles einkaufen. Wir müssen einkaufen. Blaues Spray. Hoffentlich können wir uns das alles leisten. Orangenfarbenes Spray. Ein Farbset. Ein Schwamm. Waschmittel. Ein Allzweckmesser. Schraubendreher Größe 2. Das sieht so aus, ob er das ist. Schraubendreher Größe 2. Das könnte der hier sein, ne? Und wir brauchen Pinselfarbe. Würde ich auch sagen, ist hier, oder? Nee. Bei Ausrüstung. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Das ist es aber. Pinselfarbe. Haben wir jetzt alles eingekauft. Wir müssen nicht mehr auf, ja. Notizen an, aus. Jetzt wird geleert, zugemacht. Projekt. Akzeptieren. So. Unser erstes Projekt. Ein Spielzeugtelefon. Nur rot. Ah, hier, das ist das Kabel. Dafür braucht man Werkzeug. Das müssen wir anscheinend cutten. Dann haben wir hier nächste Geschichte. Thank you.
würde gerne rauszoomen, wenn das geht. Okay, das Kabel geht nicht. Gehe zur Werkbank. Ich müsste eigentlich... Kann ich irgendwie raus? Ah ja, jetzt. Okay. So, dann machen wir hier erstmal Reinigung. Oha. Geht noch weiter, okay. Der Wasserhahn läuft noch? Nee, okay. Ultraschallreiniger. Eins von zwei. Pinselfarbe. Jetzt passt's wieder, gell? Pinselfarbe. Anstrich. Die Spielzeugmontage ist abgeschlossen. Mach ein Foto des Spielzeugs. Wir haben ein Telefon repariert. Finde ich gut. Klack. Und jetzt gleich. Vorher, nachher. Sind wir nicht die besten Spielzeugreparaturgedönses? Stimmt, oder? Okay, prima. Ja, wir sind die Größten. Mein Freund. So, das heißt, ab zum Laptop. Projekt. Aktives. Liefern. Das Spielzeug wurde geliefert. 570 Geld und 1140 XP. Plus ein neues Spielzeug. So. Und jetzt machen wir, was auch immer das sein soll. Was ist das? Es gibt Fantasien. Zum einen brauchen wir Lack. Das ist es. Kaufen. Ein Schleifblock. Ein Schleifblock. Und ein Drucker. Oh, wow. Gleich die teuren Sachen, ne? Projekt. Akzeptieren.
Kann ich da vielleicht schon so hin? Nee. Schleifblock. Das muss hier erstmal abgeschliffen werden. Und dann können wir vielleicht auch erkennen, was es ist. Oder immer noch nicht. Ab zum Drucker. Aha, jetzt. Das war's schon? Das war's schon. Haben wir das nicht schön gemacht? Vorher erkannte man es nicht und jetzt erkennt man's. Ich hätte auch da draußen eine Robbe gemacht, aber nur das Gesicht ist schon... Ja, okay. Alright. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich ein Sternchen erhalten haben, ne? Laptop. Projekt. Aktives Projekt. Liefern. Ja, wir haben eine Errungenschaft. 210 Geld und 420 XP. Bäm. Genau, und wir haben eine Errungenschaft. Und jetzt wollen wir 5 Autos reparieren. In der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Der Toy Tinker Simulator. Und was noch alles so dazukommen wird. Im Moment sind wir ja noch Anfänger, ne? Bin gespannt, wie es weitergeht. In der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.